Ja, Freunde, heute schauen wir uns an, was wir denn von George Lucas gehört haben, was für extrem viel Aufruhr, Enttäuschung und Erschütterung im Fandom gesorgt hat. Und ich kann euch sagen, dass Dead Justice, der wieder dabei ist, teilweise auf 180 ist. Also ja, aber wir haben auch gewisse Meinungsverschiedenheiten, wie ihr sehen werdet. Wie seht ihr das Ganze? Ihr könnt es ja danach mal in die Kommentare schreiben. Also Freunde, heute ist ein trauriger Tag für alle Star Wars Fans. Doch warum? Das ist hier die Frage. Wir reden hier jetzt nicht vom Acolyte-Trailer oder so. Das liegt nämlich an gewissen offiziellen Äußerungen von George Lucas, dem Star Wars-Schöpfer. Doch bevor wir zu dem kommen und was er so gesagt hat, müssen wir kurz ein bisschen ausholen, um den Kontext nochmal für jeden klar zu machen. Dead Justice und ich haben ja bereits öfter über den sogenannten Proxy War geredet, der gerade bei Disney stattfindet. Kurz gesagt, der Milliardär und Investor Nelson Peltz feiert das gar nicht, wie Bob Iger und Co. Disney aktuell führen. Und ist halt der Meinung, dass man da viel mehr rausholen kann und zusammen mit der Tryon Group, eine Hedge Fund Management Firma und dem ehemaligen Boss von Marvel, Ike Perlmutter, versucht er halt jetzt den Aufsichtsrat Disneys mit seinen Leuten zu besetzen. Er scheint auch Unterstützung von Elon Musk zu bekommen, sieht zumindest so aus. Elon kann Disney und Bob Iger ja auch überhaupt nicht leiden. Darüber haben wir auch schon in vergangenen Videos geredet, werden wir jetzt aber nicht nochmal im Detail bereden. Im Prinzip muss man einfach nur wissen, da herrscht gerade im Hintergrund ein Kampf um die Kontrolle über Disney. Die einen wollen den Bums so weiterführen, wie er bisher geführt wurde, und die anderen wollen halt was ändern und wahrscheinlich das Ganze auch weniger politisiert gestalten, sondern mehr Richtung Profit. Einfach Profit in den Vordergrund stecken und keine Ideologie, so scheint es, aber das ist sicherlich nicht der einzige Aspekt, den die da im Kopf haben. Die haben auch schon ganz gut Aktien angesammelt, also es sind nicht irgendwelche Clowns, sondern die haben schon ordentlich Ressourcen und Einfluss, und deswegen bemüht sich Disney gerade sehr, diese Leute wie Nelson Peltz oder auch den ehemaligen CFO von Disney, Jay Rasulo, zu diskreditieren. Und da kommt halt George Lucas jetzt ins Spiel. Denn der hat unerwarteterweise folgendes Statement abgegeben, das ich euch hier einblenden werde und sinngemäß auf Deutsch übersetzen werde. Er sagt, Magie zu kreieren ist nicht für Anfänger. Als ich Lucasfilm vor etwas über einem Jahrzehnt verkaufte, war ich sehr erfreut, ein Disney-Aktieninhaber zu werden. Aufgrund meiner langwierigen Bewunderung von Disneys ikonischer Marke und Bob Igers Führung. Als Bob Iger vor kurzem während einer schweren Zeit zum CEO-Posten zurückkehrte, war ich erleichtert. Niemand kennt Disney besser. Ich bleibe ein signifikanter Anteilseigner, da ich vollstes Vertrauen in die Power von Disney und Bob Igers Track Record im Erwirtschaften von langfristigen Wert habe. Ich habe mit all meinen Aktien für die bestehenden 12 Mitglieder des Aufsichtsrats gewotet und möchte jeden dazu anhalten, jenes auch zu tun. So, das ist das Statement, das in der Presse veröffentlicht wurde. Und das halt sehr, sehr negativ von vielen Fans im Internet aufgenommen wurde, von vielen Influencern und so weiter. Die Leute haben sich halt auch gewundert, denn George hat sich zwar über die Jahre meist zurückgehalten, wenn es darum geht, wie er Disney Star Wars findet und so weiter. Aber es gibt ja schon ein paar Momente, wo man sehen kann, wie er zu der ganzen Geschichte steht, und seine Haltung ist halt definitiv nicht positiv. Das berühmteste Beispiel war dieses Interview damals, glaube ich, mit Charlie Rose, wo George Lucas gesagt hat, dass er sein Baby an sogenannte White Slavers verkauft hat, und damit meinte er halt Disney. And everything in your body says don't, you can't. And these are my kids. So all those Star Wars films. All the Star Wars films. They were your kids. Yeah, well, they are. Like, you know, I loved them. I created them. I'm very intimately involved in them, and obviously to sell them. And you sold them. I sold them to the white slavers that take these things and. Dieses Statement hat für sehr viel Aufregung hinter den Kulissen gesorgt, sodass George das später formell zurücknehmen musste. Es waren sogar rechtliche Schritte im Spiel oder im Raum, sag ich mal. Und ja, kurz gesagt, das war ein ganz heißes Eisen, und solche Vorfälle gab es halt in weniger drastischer Form hier und da mal. Zum Beispiel wissen wir auch durch die Memoiren von Bob Iger, dass George sich verraten gefühlt hat von Disney, Bob Iger und Co. Worauf ich also hinaus will, man muss schon ziemlich naiv sein, um zu glauben, dass dieses Statement, was jetzt nicht mehr Corporate Speak sein könnte, als es bereits ist, wirklich so von George Lucas Herzen gekommen ist. Ein Typ, der sonst nie so redet und da keinen Bock drauf hat, glaube ich zumindest, und sehr viele andere.
Und der soll jetzt aber sowas gesagt haben, das klingt wie, als wäre es ein typischer Disney Press Release. Das finde ich persönlich, wurde zu Recht massivst von Leuten im Internet hinterfragt. Doch bevor wir weitergehen in der Story bezüglich, was es damit auf sich hat, was meinst du dazu, Dead Justice? Marsha Lucas hast du noch vergessen, als sie in einem Interview Kathleen Kennedy und den Machern von den Sequels vorgeworfen hat, sie hätten alle keine Ahnung von Star Wars, fand ich gut, die Aktion. Es gab einiges. Aber trotz allem, wir wissen, George Lucas ist nicht happy mit der Richtung, in die Star Wars geht, und trotzdem klingt das für mich 1:1 nach George Lucas, und ich kann dir auch sagen, warum. Was, Bruder? Echt? Okay. Ich habe in meinem zweiten Video habe ich die Geschichte erzählt, wie George Lucas Star Wars an Disney verkauft hat. Und damals hat er echt gestruggelt, ob er Star Wars überhaupt verkaufen soll oder Lucasfilm. Und dann hat er sich an Bob Iger hat sich an George Lucas gewandt. Und Bob Iger und George Lucas sind seit Jahren super gut befreundet. Super gut. Also die kannten sich schon Jahrzehnte, bevor Disney Star Wars gekauft hat. Und George Lucas hat Bob Iger irgendwann gesagt, hey, ich weiß, es gibt jetzt keinen, an den ich das weitergeben kann, Lucasfilm. Und wenn ich Lucasfilm verkaufe, verkaufe ich das einzig und alleine und nur an Bob Iger. Das war, was George Lucas damals gesagt hat. Es wurde bestätigt von George Lucas, wurde bestätigt von George Iger. So ist das Ganze abgelaufen. Ja, George Lucas George Lucas hat Star Wars jetzt an Disney verkauft und ist absolut nicht zufrieden, wie das Ganze läuft. Und trotzdem sage ich, ich denke, George Lucas hat das Ganze lieber in den Händen von seinem guten Freund Bob Iger als in den Händen von irgendeiner Milliardärsgruppe rund um Nelson Peltz, wo ganz ekelhafte Leute dabei sind. Ich habe mir das nochmal angesehen, vor allem den ganzen Twitter-Grind jetzt hier in den letzten Tagen in den letzten Stunden rund um George Lucas. Es ist wirklich widerlich, was da alles rausgekommen ist. Wirklich echt ekelhaft widerlich, ich könnte kotzen. Da wurde dann wieder geschrieben von wegen, das wäre eine Sache der Eliten, dass Disney in der Hand der Lefties bleiben soll, um die kleinen Leute zu indoktrinieren. Es wäre etwas, Critical Race Theory zu indoktrinieren, um Weiße zu unterdrücken. Also richtig widerliches Zeug. Und ich kann verstehen, dass ein George Lucas sein Star Wars nicht in den Händen von einem Nelson Peltz und schon gar nicht in den Händen von einem Elon Musk haben möchte, in deren Gruppe, und gerade auch Elon Musk mit seinen ganzen Twitter-Aktionen und sonstigen Aussagen, die er gebracht hat, in deren Gruppe richtig ekelhafte, ultrarechte Trumper und Leute sind, die ich habe mir das angeschaut, kein Witz, da sind Leute drinnen, die zitieren, okay? Und ich kann verstehen, dass George Lucas jetzt muss ich dich mal kurz unterbrechen. Jetzt muss ich dich mal kurz unterbrechen. Ja? Also erstmal, wenn du sowas sagtest, dann musst du schon sagen, wo, wer, was, wie, weil wenn du jetzt hier mit hinten anfängst, dann müssen wir da mal kurz reingehen und beziehungsweise nicht reingehen, weil du schweifst jetzt sehr stark ins Politische ab. Und da müsstest du dann schon sagen... Ja, ich schweife gerade ins Politische ab. Ich wollte noch dazu kommen. Ich kann dir ganz genau sagen, was das alles war. Es sind in dieser Gruppe mehrere Milliardäre, die an die Republikanische Partei spenden. Und die spenden gerade an Kandidaten, die ultrarechte Ansichten haben, die wirklich extrem recht sind. Da gibt es aktuell einen Senatskandidaten, warte mal kurz. Du gehst ja jetzt... Also wir wissen ja gar nicht, was George Lucas jetzt für Meinung hat. Also ich glaube nicht, dass der wirklich befreundet ist mit diesem Bob Iger, weil du kannst nicht in einem Interview sitzen und ihn als White Slaver bezeichnen und dann sagen, dass das dein Freund ist. Also das glaube ich persönlich nicht, vor allem nachdem er ja sein Lebenswerk vergewaltigt hat. Ne? Also das ist so ein Punkt, da... Ich weiß nicht... Da bist du mir ein bisschen sehr überzeugt von. Ich glaube eher nicht, dass er den so geil findet, aber das ist halt nun mal diese politische und geschäftliche Welt. Aber ich glaube nicht, dass die wirklich da so persönliche... Also es klingt wirklich nicht so, wenn ich mir all die Vorfälle angucke, dass der jetzt wirklich privat den als guten Freund sieht. Doch, glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Also man muss sich mal die Bücher, die Bob Iger geschrieben hat,
durchlesen. Man muss sich da einfach nur mal, du kannst suchen. George Lucas widerspricht dem Ganzen nicht. Und es ist ganz klar gesagt worden, George Lucas hat Star Wars an Bob Iger verkauft, weil Bob Iger so ein guter Freund von ihm ist. Ich weiß nicht, was im letzten Jahr passiert ist oder was in den letzten Monaten passiert ist, aber es ist sehr, sehr lange Zeit so. Und ich weiß, sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie intern aktuell die Abläufe sind, wie die Leute sich da intern gerade verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass George Lucas richtig sauer auf Bob Iger ist dafür, was er mit Star Wars gemacht hat. Aber ich glaube schon, dass George Lucas da unterscheiden kann, hey, das ist immer noch mein Freund. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, haben wir schon so oft Videos darüber gemacht, wo wir darüber gesprochen, dass es eigentlich Kathleen Kennedy ist, die Bob Iger einfach nicht los wird, es sei denn, er zahlt ihr 12 Milliarden. Und ich sag ganz ehrlich, schau, wir kriegen jetzt Acolyte, wir können sehen, was Kathleen Kennedy uns dann nochmal zurücklässt. Kathleen Kennedys Vertrag läuft im Herbst aus. Warum musst du jetzt auf Biegen und Brechen einen Umsturz bei Disney fördern, nur damit sich möglicherweise noch irgendwas davor ändert? Warte doch mal ab, wie es ist, wenn Kathleen Kennedys Vertrag ausläuft. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe jetzt über die Ultrarechten auf Twitter so abgerantet, mir gehen die dreckigen Ultralinken genauso auf den Keks, Alter. Du hast da eine Kathleen Kennedy und du hast da Leute bei Acolyte, die ganze Zeit dir irgendwas erklären, von wegen Star Wars wäre zu patriarchalisch und die da Wokeness auf ein Level heben, wo ich mir einfach nur denke, Alter, komm mal auf dein Leben klar. Ohne Witz, Leute, es ist nicht alles im Leben ein politischer Kampf. Lass Star Wars in Ruhe, bitte. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Okay, alles gut. Wir müssen jetzt hier nicht abschweifen, in welche politische Richtung auch immer. Der Punkt ist, ich versuche das ja gerade hier unter einem Rahmen zu halten. Und die Sache ist jetzt folgende. Ja. Ich mache mal jetzt kurz weiter mit dem zweiten Video, was wir gesehen haben. Dann können wir ja nochmal drüber reden. Mhm. Jetzt gibt es ja jemanden, der ziemlich entscheidend ist, um zu verstehen, warum George Lucas wohl so ein Statement rausgebracht hat. Im Prinzip gibt es da zwei Personen. Die erste Person ist Jamie Dimon. Er ist Milliardär und CEO von JP Morgan Chase Bank. Laut Forbes hat er über 2 Millionen Dollar in Vermögen. Und kurz gesagt, das ist einfach ein sehr einflussreicher Typ. Und was man auch bedenken sollte, die Chase Bank und Disney sind ganz dicke miteinander. Die helfen denen immer wieder für Finanzierung von Projekten und so weiter und so fort. Und Dimon hat auch Bob Iger seine Unterstützung öffentlich zugesprochen bei diesem sogenannten Proxy-Krieg. Und jetzt die zweite Person ist Melody Hobson, die Tante ist nämlich George Lucas' Ehefrau. Sie ist aber auch big im Business, sie kümmert sich praktisch um George Lucas' finanzielle Angelegenheiten. Sie ist auch deutlich jünger als der bald 80-jährige Star Wars-Schöpfer. So, und jetzt schauen wir mal, was uns der Kanal Valiant Renegade, das ist so ein Finanztyp, der seit 20 Jahren in dem Bereich gearbeitet hat. Und jetzt hat er halt diesen Kanal, wo er quasi Hollywood durch die Finanzlupe betrachtet. Er weist jetzt darauf hin, auf den Aufsichtsrat von der Chase Bank, wo auch Jamie Dimon natürlich drin ist. Aber der Knüller ist jetzt, zufälligerweise sitzt in diesem Aufsichtsrat auch George Lucas' Frau. Das trifft sich ja gut, sehr convenient. Und das erklärt einiges, was ich nicht geglaubt hätte, dass man das erklären könnte. Das hat eigentlich keiner geglaubt. Das Interessante ist auch, Jamie Dimon hat ja nur so 6 Tage vor George Lucas Bob Iger seine Unterstützung gesichert. Quasi ihn endorsed to endorse, das kennt man ja vom Englischen auch in der Politik und so. Und die haben wahrscheinlich, unterstützt, aber endorsed ist nochmal so ein spezifischer Term. Aber die haben wahrscheinlich dann direkt sich das Statement von George gesichert, als dieser Jamie Dimon das öffentlich gemacht hat. Und das aufbewahrt für den Tag, an dem der Acolyte-Trailer rauskommt. Und es war womöglich einfach so, dass Bob Iger gesagt hat, yo, Jamie Dimon, Digga, ich hab da diesen Proxykrieg, mach mal was. Und dieser hat dann Melody Hobson, glaube ich, angerufen. Und die hat George Lucas dazu gebracht, das abzusegnen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt ohne die Aufforderung anderer das so gemacht hätte. Weil sonst hat er sich auch zu nichts geäußert. Nie zu irgendwelchen Behind-the-Scenes-Sachen. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist ganz klar durch Melody Hobson und Jamie Dimon so gekommen. Also das hat der Valiant Renegade schon ganz gut herausgefunden, dieses Detail. Ja. Es ist nicht alles bestätigt, aber wir können davon ausgehen, dass es so abgelaufen ist. Und
es ist kein Geheimnis, Bob Iger ist ein eingetragener Demokrat, George Lucas' Frau wird wahrscheinlich eine eingetragene Demokratin sein, der Typ von dieser Chase Bank ist wahrscheinlich ein eingetragener Demokrat und George Lucas vermute ich mal, oder bin ich mir sicher, ist auch ein eingetragener Demokrat. Ja, du hast da deine Freundschaften, du hast da deine Beziehungen, du hast vor allem über Arbeitsverhältnisse durch Aufsichtsräte natürlich irgendwelche Leute. Und ich finde das genauso kacke, dass die da in ihrer eigenen Blase sind und es würde denen gut tun, mal andere Leute in diese Blase hineinzulassen bei Disney. Aber für mich ist das ehrlicherweise kein Anzeichen von irgendwelchen korrupten Dingen, sondern für mich ist das einfach ein Anzeichen von Bob Iger geht der Arsch gerade echt auf Grundeis. Dass Bob Iger wirklich damit rechnet, dass viele Leute für die falschen Leute stimmen und er dann diesen Proxykrieg verliert und dann wirklich solche Chaoten in seinem Aufsichtsrat hat, mit denen er nicht arbeiten kann. Und deswegen, glaube ich, haben sich viele Leute an George Lucas gewandt und haben gesagt, hey Mann, du musst jetzt was machen, weil sonst entgleist uns das ein paar wenige Monate vor Vertragsende von Kathleen Kennedy völlig. Und ich muss sagen, Bob Iger erntet gerade einfach das, was er mit seinen eierlosen Aktionen über all die Jahre gesät hat, indem er Kathleen Kennedy einfach nicht rausgeschmissen hat. Also jetzt mal ohne hier irgendwie zu sehr auf diese ganzen politischen Dinge einzugehen, weil ich finde, das braucht man gar nicht für diese Diskussion. Ich glaube, keiner advocated, also keiner ist dafür, jetzt sagen wir mal Disney in eine konservative Richtung zu bringen. Hier gibt es, glaube ich, zwei Seiten und die eine Seite sagt profitorientiert und die andere Seite sagt das, was wir bisher gemacht haben. So. Und also ich kann schon verstehen, lass mich mal ausreden, bitte kurz. Ja. Ich kann schon verstehen, dass dann das ganze Internet sagt, Digga, das ist irgendwie nicht so geil, was George Lucas da gesagt hat, weil, wie gesagt, so neutral wäre besser als irgendeine Seite. Ja, natürlich wäre neutral immer besser, aber ich muss wirklich sagen, ich such das gerne auch nochmal raus, wenn du es schneidest. Elon Musk, wenn die Vermutungen stimmen, dass der da mit dabei ist und der wird hundertprozentig mit dabei sein, wie er sich bei Gina Carano schon angewanzt hat und ich finde das gut, dass er das von Gina Carano finanziert, okay? Das habe ich ja auch gesagt. Aber was der Typ teilweise losgelassen hat für Worte, teilweise Twitter-Aktionen, teilweise Aussagen, ich bin mir nicht sicher, dass die eine Seite komplett neutral ist und die andere Sache die bösen Wokies sind. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast auf der einen Seite die Kathleen Kennedy-Wokies, du hast auf der anderen Seite einen Elon Musk, der das Ganze nicht einmal böse meinen wird, aber der einfach, der Typ ist nicht berechenbar. Der Typ ist kein normaler, seriöser und planbarer Geschäftspartner. Alleine, wenn man sich mal ansieht, der Typ findet es lustig, einen Twitter-Post loszulassen und seine eigenen Aktien in den Keller rasseln zu lassen. Dass man die Leute, die der wählt, nicht im Aufsichtsrat haben möchte, ist als Disney, deren Aktien so oder so schon im Hintern sind, klar. Und ich glaube ehrlicherweise, ich betrachte das jetzt ohne auf den Content, den Disney in letzter Zeit rausgebracht hat, zu schauen. Das ist mir in dieser Diskussion völlig egal. Ich betrachte das jetzt nur auf einer Basis, ist dieser Aufsichtsrat nachher noch arbeitsfähig? Und da muss ich sagen, habe ich gerade echt Angst um Star Wars. Also ich finde, es kann schlimmer nicht mehr werden. Und da, also Elon Musk wird erstmal in gar keinen Aufsichtsrat gehen. Die er wählt. So, und Elon Musk, wie gesagt, also der Typ hat Joe Biden gewählt. Ich glaube nicht, dass er versuchen wird, Disney konservativ zu machen. Deswegen, also ich sehe hier jetzt gerade nicht, wie es noch schlimmer laufen kann. Und Angst um Star Wars habe ich jetzt auch nicht, weil es geht nicht mehr schlimmer. Es geht wirklich nicht mehr schlimmer, Digga. Also das Einzige, wie du es noch schlimmer machen kannst, ist, wenn du es wie The Marvels machst und da plötzlich irgendwelche Musicals in... Also was soll denn da noch schlimmer laufen? Ja, das kommt ja nicht mehr. Schau, wir sind aktuell an einem Punkt, wo Kathleen Kennedy und ihre Bubble nichts mehr planen können, bevor Kathleen Kennedys Vertrag ausläuft. Es kommen jetzt nur noch die Shows raus, die sie in letzter Zeit gemacht haben und alles, was sie schon geplant haben, das wissen wir schon. Das ist dieser Mandalorian-Film, das ist der Rey-Film und das sind andere Dinge. Die sind alle schon fest. Kathleen Kennedy kann nichts Neues mehr ankündigen und ich bin gerade echt auf dem Dampfer, wo ich sage, bitte, lasst alles in Ruhe, bitte, bitte, macht da keinen Kack, bitte lasst einfach nur diesen Vertrag auslaufen und dann setzt euch mal hin und überlegt euch, was ihr machen könnt. Und dann kann immer noch meinetwegen ein Nelson Peltz einsteigen, ein Elon Musk kann da einsteigen. Nur bitte, bitte, macht das jetzt nicht in so einer Hauruck-Aktion kurz vor Ende von Kathleen Kennedys Vertrag. Aber du bist ja schon ganz sicher, dass sich alles ändern wird, sobald diese Kennedy raus ist. Und ich glaube... Nein, ich hoffe es.
Ja, aber ich glaube, es könnte ja sein. Es könnte ja sein, dass... Ich habe in einem der letzten Videos gesagt, ich habe Bob Iger sehr, sehr oft verteidigt und gesagt, das ist einzig und alleine ein Typ, dem es darum geht, Gewinn zu maximieren. Und ich glaube, Bob Iger ist da in einer richtig beknackten Situation, dass wenn er das durchzieht, was ich die ganze Zeit sage, was er tun sollte, Kathleen Kennedy rausschmeißen, dass das einen Schaden bei Disney erzeugen würde, der über Jahre hinweg nicht wieder auszugleichen ist. Und ich glaube ehrlicherweise, dass es die Chance gibt, nach Kathleen Kennedy das Ganze wieder in die richtige Richtung zu bringen. Aber ich habe auch gesagt, wenn Bob Iger nach dem Vertragsende von Kathleen Kennedy das Ruder nicht rumreißt, dann ist er für mich genauso verbrannte Erde und dann muss der weg. Und dann kann Nelson Peltz und sonst wer, dann go for it, geh da rein, geh mit Gott, aber geh Bob Iger und lass Star Wars in Ruhe. Aber bitte, bitte gebt dem Mann die Zeit einfach bis nach Vertragsende von Kathleen Kennedy. Ja, gut, also das ist halt, das hast du ja schon auch häufiger gesagt, dass du glaubst, dass der das noch rumreißen wird, das Ruder. Aber und das, irgendwo. Und dass er, wenn er es nicht schafft, dann auch weg soll, nachdem Kathleen Kennedys Vertrag endet. Bitte nicht vergessen. Ich bin hier keiner, der Bob Iger bis aufs Blut verteidigt. Ich sage nur, gib ihm die Chance, bis Kennedy weg ist. Dann wirst du ja wohl die Gegenseite auch ein bisschen verstehen, die sagen, Alter. Natürlich. Wir begrüßen es jetzt, dass irgendwer reinkommt, der das Ganze einfach ein bisschen businesstechnischer, ohne diesen ganzen ideologischen Schnickschnack machen möchte. Deswegen, keine Ahnung, also ich kann schon den Aufschrei im Internet verstehen. Und die haben das so extra so gemacht, dass sie das verkünden am Tag, wo Acolyte rauskommt, damit das quasi geboostet wird, ne? Macht Sinn. So, und jetzt schauen wir mal kurz, was sie damit erreicht haben. Acolyte, Trailer... Eine Sekunde, ich mache hier gerade eine Live-Recherche. 133.000 Likes und 147.000 Dislikes. Also ja, das alles auf Kathleen Kennedy zu schieben, ist schon hart. Also da muss ich sagen, bin ich nicht ganz bei dir. Nein, ich schiebe es nicht alles auf Kathleen Kennedy. Ich schiebe es auf Kathleen Kennedy. Und Ryan den CEO, Johnson, wie wär's? J.J. Abrams, Leslie Headland, ja, auch Bob Iger, weil er nicht die Eier hatte, mal durchzuziehen und mal reinen Tisch zu machen. Ich schiebe das auf alle von diesen Leuten, die aktuell da drinnen sind. Aber du musst doch auch sagen, dass das Vertragsende von Kathleen Kennedy ein so großes Ding ist, dass es sich lohnt zu warten und nicht die Nerven zu verlieren, bis das Ganze durch ist. Die werden wahrscheinlich dieses Jahr auch gar nichts schaffen, aber vielleicht werden die dann nächstes Jahr die Aufsichtsräte besetzen können. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich aber nicht mehr funktionieren. Aber ich muss sagen, mein Geduldsfaden ist geplatzt und ich würde es nicht schlimm finden, wenn da mal jemand ausgetauscht wird an der hohen Stelle so. Ja, nein, mein Geduldsfaden ist auch schon vor langer Zeit gerissen. Der war gerissen, als ich mit YouTube begonnen habe. Das ist, keine Ahnung, ist auch schon ein Jahr her, anderthalb Jahre her. Aber jetzt, wo es in die letzten Monate geht, wo ich diesen Acolyte-Trailer gesehen habe, ich bin wieder richtig gehypt, nicht auf Acolyte oder irgendeines von diesen Kack-Projekten, sondern ich bin richtig gehypt zu sehen, was passiert, wenn die Olle endlich weg ist. Und ich habe wieder Motivation, das auszusitzen. Ja, okay, das ist okay. Wie gesagt, sind wir uns ja gar nicht so uneinig, aber ich kann auch verstehen nur, dass die Leute sich so ein bisschen... ja, verraten gefühlt haben oder so enttäuscht gefühlt haben von George Lucas, weil er hat da ja wirklich so gesagt, oh ja, Bob Iger, oh, alles super toll und so. Und ja, gut, da gibt's Leute wie Overlord DVD, der ist dann komplett ausgerastet. Dann gibt's andere, die waren da so ein bisschen besonnener, haben gesagt, ja, das ändert jetzt auch nichts viel, George Lucas ist trotzdem immer noch eine Legende und so. Und da schließe ich mich an. Ich fand's enttäuschend, aber... ich bin da jetzt nicht komplett ausgerastet, aber ich fand's, ja, keine Ahnung. Also es kam mir komisch vor und dann, als dieser Valiant Renegade das herausgefunden hat mit der Melody Hobson und Jamie Dimon, finde ich, das ist im Prinzip der Kern. Also ich glaube, daran liegt's halt einfach. Ich glaube nicht, dass er das sonst rausgehauen hätte. Ja, also vielleicht, wenn du so ehrenhaft bist, kannst du mein Video im Abspann verlinken, dann... können die Leute das auch sehen, warum das für mich keine Überraschung ist, dass George Lucas sich so positioniert hat. Und für mich war das auch jetzt kein großes Ding und ich war komplett ruhig, bis ich dann diese ganze Twitter-Diskussion gesehen habe, wo sich das rechte und das linke Lager wieder die Schädel eingeschlagen haben.